Ja, also erstmal hallo, schön, dass ihr alle da seid. Wir hatten das Projekt Social Connect und zwar haben wir uns ganz stark mit dem Problem beschäftigt, dass viele Leute heutzutage eben nur noch sich im Internet kennenlernen und chatten und quasi eigentlich nur noch zu Hause sitzen, anstatt irgendwie rauszugehen und sich zu treffen und Dinge zusammen zu machen, also quasi ihre sozialen Kompetenzen zu erweitern. Und deswegen haben wir ein Programm programmiert, bei dem eben Leute also einen Großraum angeben können und eine Aktivität, die sie gerade gerne machen würden und dann quasi zufällig mit anderen Leuten in einen Chat geworfen werden und sich da dann treffen können. Also andere Leute mit dem gleichen Großraum und der gleichen Aktivität, so dass man eben rausgehen kann und nicht nur irgendwie über Chat kommuniziert. Wir haben bei der ganzen Applikation auf die Windows 10 Applikation zurückgegriffen, um da das zu visualisieren. Wie gesagt, man kann seinen Großraum auswählen, das heißt, wir haben bisher den Norden abgedeckt. Man kann halt die Aktivitäten dann auswählen. Wir haben im ganzen Programm auf MySQL bzw. generell auf WinSock gesetzt. Also wir haben, wie gesagt, WinSock ist halt dafür da, dass wir Client und Server miteinander kommunizieren lassen können. Und das PHP-Skript, was wir dafür haben, gibt halt einen User zurück, mit dem man dann in den Chat geworfen wird. Und bei dem Chat, den wir haben, wo aktuell noch steht, not connected, weil er nicht mit dem Server verbunden ist, damit ist das hier gemeint. Ich kann mich jetzt einmal mit dem Server verbinden. Aktuell ist halt kein Spieler in der Liste, deswegen ist er aktuell mit keiner anderen Person verbunden. Wir haben halt hier wieder auf WinSock gesetzt und auf ein PHP-Skript, was die letzte Nachricht zurückwirft, wenn man dem Server eine Nachricht schickt. Gut. Serverseitig haben wir, wie bereits erwähnt, ein PHP-Skript, das durch einen Zufallsalgorithmus sämtliche Suchenden zusammenwirft, wo die Kriterien übereinander stimmen. Das Ganze haben wir über MySQL und PHP gemacht. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel mal dieselben Sachen, die Niklas angegeben hat und verbinde mich jetzt auch mal. Ich stecke jetzt hier einmal um. Und man sieht direkt Partner gefunden. Das heißt, wenn ich jetzt Niklas anschreibe, zum Beispiel mit einem Hey, kann er mir direkt zurückschreiben, auch mit einem Hey. So, das Ganze funktioniert, wenn wir jetzt ein verschiedenes Areal ausgewählt hätten oder eine andere Aktivität, wären wir nicht zusammen in einen Chatraum geworfen worden, sondern halt wirklich nur Leute, die sich für dieselbe Sache begeistern, dass immer schon eine kleine Grundverbindung da ist zwischen den Menschen, aber sie trotzdem angereizt werden, vielleicht sich doch mal wieder soziale Kontakte zu knüpfen, mal wieder rausgehen, mal wieder das Leben genießen.